Wir haben heute schon gehört, dass CBD Trend ist. Wir wissen jetzt, wie man Käse in der Theorie aus Hefezellen herstellen kann. Und wir wissen, was man tun muss, um mehr KI in die Foodbranche zu bekommen. Das sind allerdings nur drei Faktoren, die in Zukunft verändern können, wie wir essen und trinken. Und das weiß Atlantic Food Labs auch so ein bisschen besser. Atlantic ist bei Legendary Foods, bei Raphael investiert. Atlantic ist bei Infarm investiert, diese großen gläsernen Gewächshäuser, die ihr vielleicht ganz oft im Edeka schon gesehen habt. Atlantic ist auch bei Meatable investiert, einem In-Vitro-Fleisch-Startup. Also ich würde behaupten, die Damen und Herren von Atlantic Food Labs wissen schon so ein bisschen, was trendtechnisch abgeht. Was es da genau sein wird und was auch auf uns zukommen wird, das erzählt uns jetzt Maximilian Bade. Moin. Heute geht es um die synthetische Biologie, eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viele von euch seit der Schule keinen Kontakt mehr hatten mit der Biologie. Vielleicht ein ganz kurzes Show of Hands, dann geht es euch nämlich genauso wie mir, als ich angefangen habe. Ich möchte allerdings trotzdem noch einmal ganz kurz vorneweg sagen, ich bin also definitiv kein Biologe, das heißt für die Biologen im Raum, falls ich was falsch mache, dann übernehme ich mal keine Haftung. Genau. Wie Lisa schon gesagt hat, wir investieren sehr frühphasig, also in der Seed- und in der Pre-Seed-Phase, in Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist dadurch auch einer meiner Themenschwerpunkte. Und heute geht es eben, wie gesagt, darum, dass die synthetische Biologie tatsächlich diverse Möglichkeiten entlang der gesamten Food-Wertschätzungskette schafft und hier riesiges Potenzial entfaltet. Und ich würde euch ganz gerne eine Makroperspektive geben, was wir als Investor für Trends sehen, wie das Ganze funktioniert und am Ende dann aber auch sehr gerne nochmal einmal in einen Anwendungsbereich reingehen, mit dem man sich wahrscheinlich am meisten identifizieren kann. Ja, genau. Die synthetische Biologie als solches ist tatsächlich eine interdisziplinäre Anwendung von Engineering Principles, also Computer Science, auf die Biologie. Ja, das ist auch das Mindset, was dem Ganzen quasi unterliegt. Das bedeutet, unsere Zellen sind am Ende des Tages eigentlich kleine biologische Fabriken. Ja, und man kann tatsächlich heutzutage diese biologischen Fabriken programmieren, ähnlich wie es in der Computer Science eben auch der Fall ist, und damit neue Materialien, neue Produkte erschaffen und Funktionen innerhalb von Zellen verändern. Und das ist eine absolut maßgebliche technologische Errungenschaft, die auch in der Food-Applikation jetzt erst richtig zum Tragen kommt. Ich würde euch einmal ganz kurz, und wie gesagt, ich versuche das sehr vereinfacht darzustellen. Ja? Also wenn man die Zelle als solches betrachtet und davon ausgeht, dass die Zelle eigentlich eine biologische Fabrik ist, dann sehen wir innerhalb der Zelle den Nukleus, in welchem wir die Chromosome finden. Und dann, jeder kennt natürlich die Doppelhelix unserer DNA, die letzten Endes als Informationsträger dient. Und es gibt drei ganz fundamentale Technologien, die in den letzten fünf bis sechs Jahren extrem stark und extrem rasant gewachsen sind. Und das ist zum einen die Fähigkeit, DNA tatsächlich zu lesen, DNA zu speichern und sie aber eben auch neu zu schreiben und somit eben auch Funktionen innerhalb unserer Zelle neu zu definieren. Die DNA als solches ist quasi einer der wichtigsten Bausteine der Zelle, und Proteine, von denen wir heute schon extrem viel gehört wo auch Raphael quasi schon eine ganz gute Einführung gegeben hat, sind letzten Endes die Teile, die biologischen Bausteine, die tatsächlich dann Funktionen hervorrufen. Ja? Und der Weg von der DNA zum Protein ist vereinfacht ausgedrückt in drei Schritten absolvieren. Als erstes entsteht eine temporäre Kopie der DNA. Vielleicht erinnert man sich noch aus dem Biologieunterricht, das ist die mRNA. Diese wiederum dient als Messenger, um den Informationsgehalt der DNA dann letztendlich in Proteine umzuwandeln. Und dabei werden Basentriplets in Aminosäuren umgewandelt. Vielleicht erinnert ihr euch, es gibt 16 Aminosäuren, die dann oder dessen Zusammenschluss am Ende Proteine ergeben. Und die Information, die hier also weitergegeben wird, bestimmt am Ende die Funktion eines Proteins. Wie zum Beispiel im Case von Legendary Foods, dass man am Ende des Tages ein Milchprotein herstellen kann, was auch dann dafür verantwortlich ist,
tatsächliche Milchprodukte in den, oder zu erschaffen sozusagen. Und was wir heutzutage machen können, ist, Funktionen zu verändern. Proteine, die, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, Eiweiß. Ja, hatten wir vorher auch mal ganz kurz gehört. Eiweiß bindet, das weiß jeder. Und es gibt heutzutage tatsächlich Unternehmen, die die molekulare Struktur verändern von Eiweißproteinen, die synthetisch hergestellt wurden, um damit die Bindefähigkeit zu verstärken und somit zum Beispiel in Fleisch oder auch in Applikationen, in denen diese Bindefähigkeit gebraucht wird, den Input an Ressourcen, der überhaupt notwendig ist, zu reduzieren. Und das hat extrem großen Impact in diesen Produkten. Wenn man jetzt nochmal einen Schritt weitergeht und das Ganze so ein bisschen auf eine Makroperspektive hebt, dann befinden wir uns tatsächlich an der Schwelle von der fünften industriellen Revolution. Die Fähigkeit, biologisches Leben, biologische Organismen zu verändern, ist etwas, was nicht nur im Bereich Food, aber auch eigentlich in fast jeder Industrie in den nächsten 10 Jahren einen riesigen Aufschwung an Innovationen liefern wird. Und welche das sind, werde ich euch am Ende noch mal ein bisschen, oder werde ich am Ende noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Der zugrunde liegende Faktor, warum genau jetzt in diesen, also zu unserer jetzigen Zeit, diese Entwicklung so schnell vorgeht, ist die rapide Kostensenkung der zugrunde liegenden Technologien. Das ist die sogenannte Carlson Curve, das ist eigentlich das Äquivalent zum Moore's Law aus dem Computer Science Bereich. Und wie man sieht, in der blauen Linie sind die Kosten, die DNA quasi zu identifizieren und zu lesen, seit 1990 rapide gesunken. Und das ist quasi der Grundbaustein, warum heutzutage überhaupt diverse Applikationen möglich sind und das dann letzten Endes auch im Food-Bereich quasi zu tragen kommt. Wenn wir, und nochmal auf einer Makroebene, und das sind jetzt Zahlen aus den USA, weil dort die Industrie einfach am Ende des Tages noch deutlich weiter fortgeschritten ist als bei uns in Europa, sich die Entwicklung anguckt, dann sieht man auf der rechten Seite, dass die Anzahl der neu gegründeten Synbio-Startups in den USA nur ein Faktor von 3 ist, jetzt nicht so weltbewegend, könnte man denken. Wenn man sich aber im Vergleich dazu das Funding-Volumen anguckt und nachvollzieht, wie viel mehr Geld, und zwar das 40-fache von 2009, mittlerweile in diese Technologien gepumpt wird, dann glaube ich, wird einem das Verständnis oder das zugrunde liegende Verständnis für die Wichtigkeit dieser Themen erstmal bewusst. Und ein großer Faktor, warum plötzlich so viel Kapital im Markt ist, ist unter anderem der Fakt, dass agnostische Internetinvestoren, also traditionelle Venture Capital Geldgeber, die in der Vergangenheit in Internet, klassische Internetmodelle investiert haben, ebenfalls verstanden haben, dass hier extremes Innovationspotenzial gibt, dass es Anwendungen gibt, die nicht wie die Pharma dasselbe Risikoprofil tragen und diverse Industrien verändern. Und das ist auch das, was wir bei Atlantic Food Lab sehen. Immer mehr agnostische Internetinvestoren haben diesen Trend verstanden und wollen sich involvieren und in Unternehmen investieren. Was es aber erfordert, ist am Ende des Tages ein drastischer Shift im Mindset. Ja, eine Biologie ist hart, Biologie ist verdammt schwer. Das ist kein Software-Case, das ist kein Software-Investment. Man verändert lebende Organismen. Das kann auch schief gehen, ja, und zwar wirklich schief gehen. Und dementsprechend braucht ein Investor in diesem Feld wirklich ein anderes Mindset, weil man in ein Unternehmen investiert, das bis zu 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre im Labor verbringt und keinen einzigen Euro Umsatz macht. Das heißt, der Feedback-Loop, den man als normaler Internetinvestor gewohnt ist, funktioniert unser Investment anhand von Umsatzkennzahlen, ist hier nicht gegeben. Ja? Und das ist einer der großen, sag ich mal, Hürden, die wir noch haben in unserem Ökosystem, auch für Food-Startups, die sich mit synthetischer Biologie beschäftigen, ist das Mindset der Investoren. Und was wir sehen ist, dass in Europa, wir sind deutlich hinterher, ja, bestimmt 5, 6 Jahre hinter den USA, aber es kommt und das ist eine sehr positive Nachricht. Wenn wir uns die gesamte Wertschöpfungskette nochmal etwas vereinfacht dargestellt angucken, dann sehen wir, dass die synthetische Biologie in allen Bereichen Anwendungsfälle hat und dementsprechend tatsächlich eine absolut überdimensional große Chance birgt, sowohl Dinge nachhaltig zu verändern, als auch tatsächlich Financial Return zu erzielen. Ja, vielleicht ein paar Beispiele. Wir hatten heute das Thema Produktion, worauf ich auch gleich noch mal ein bisschen eingehen möchte. Man kann Fleisch synthetisch herstellen. Man hat aber auch genauso am Ende, sage ich mal,
Post-Consumption, also wenn es darum geht, was machen wir eigentlich mit unseren Abfällen, was passiert mit unserem Müll, hat man mittlerweile die Möglichkeit, Bakterien so zu programmieren, dass sie unseren Müll effizient verwerten. Genauso hat man die Möglichkeit, Abfall zum Beispiel aus Brauereien zu verwenden, um synthetisch Proteine herzustellen, also quasi als Wachstumsmedium, weil dieser Abfall eigentlich sehr, sehr nährstoffreich ist. Und das gibt euch hoffentlich ein kleines Gefühl dafür, wie viele tatsächlich Anwendungsfälle es gibt. Ich habe hier ein paar Firmen rausgesucht, die ich extrem spannend finde. Ich war nicht ganz sauber in meiner Darstellung, das muss ich einmal kurz anmerken. Und zwar Mycorena und Mushlabs am Ende gehören eigentlich in die Kategorie Produktion. Warum habe ich sie trotzdem ans Ende gepackt? Das ist ein bisschen ein Argument der Circular Economy. Ja? Mushlabs ist ebenfalls eins unserer Portfoliounternehmen, welches auf Pilzbasis Fleischersatz entwickelt, dem sogenannten Mycelium. Und Mushlabs verwendet und plant in der Zukunft zu verwenden die sogenannten Sidestream, also die Abfälle aus der Brauerei, um quasi als Wachstumsmedium da drin ihre Myzelzellen wachsen zu lassen und dann quasi Fleischersatz zu erstellen. Und somit schließt sich der Kreis in einer Circular Economy und dementsprechend habe ich etwas geschummelt und Mushlabs ans Ende geschoben. Ja. Es gibt aber unter anderem auch extrem spannende Unternehmen, die DNA-Barcodes verwenden, um quasi das Thema Food Safety und Food Traceability abzubilden. Genauso wie es auch mittlerweile die Möglichkeit gibt, DNA als Data Storage zu verwenden. Das wird nochmal ein riesiger Leap sein. Ja? Wenn man sich heute vorstellt, einen gesamten Data Center von Facebook mit Zehntausenden von Servern in der Größe in einem absolut kleinen Rahmen, vielleicht nicht größer als die Bühne hier, abzuwickeln, dann ist das natürlich extrem spannende Entwicklungen und Vorstellungen. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf den Use Case alternatives Fleisch oder zellbasiertes Fleisch eingehen. Ich weiß, wir haben heute und auch in der letzten Food-Konferenz schon ein bisschen darüber gesprochen, aber es ist, glaube ich, immer noch der Fall, mit dem die meisten Menschen dann wirklich etwas anfangen können und der sehr greifbar ist. Ja. Die synthetische Biologie ermöglicht in diesem Zusammenhang tatsächlich die Entkopplung von Tieren und Fleischprodukten, genauso wie die Entkopplung von Pflanzen und den Boden. Ja, das sind eigentlich zwei relativ wichtige Konzepte. Und aktuell werden die alternativen Proteinquellen in drei Arten hergestellt. Ja, Raphael hat uns vorher eine Übersicht gegeben zum Thema rekombinante Proteinexpression. Das ist quasi, wenn man es jetzt auf einer Skala bewerten müsste, was ist komplex und wie lange braucht es, um an den Markt zu kommen, hier der mittlere Strand. Ja. Wir sehen entsprechend die Firmen und wenn man sich jetzt nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft, wie schwer diese Technologien umzusetzen sind, dann sind wir noch circa 6 bis 7 Jahre von einer kommerziellen Einführung im Bereich Clean oder Cell-Based Meat entfernt. Ja, also es ist tatsächlich noch Zukunftsmusik. Nichtsdestotrotz gibt es aber, wie gesagt, bereits erste Resultate und erste Prototypen in den Laboren. Ja, der Kostenpunkt, und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, um zurückzuführen auf die Carlson Curve, der Kostenpunkt des ersten Lab-Grown Meat Burgers ist von $300.000 in den letzten 5 Jahren auf knapp $11-12 gefallen. Und das gibt nochmal ein bisschen Perspektive hinsichtlich dieser rasanten Entwicklung, die wir sehen. Ja. Vielleicht einmal nochmal ganz kurz, wie funktioniert es? Ja, es sind eigentlich prinzipiell immer dieselben Schritte und das ist auch das Spannende an der Vergleichbarkeit dieser Firmen. Ja. Der Grundprozess hinter einem Clean Cheese Produkt, hinter einem Clean Meat Produkt, hinter einem fermentierten Pilzmyzel ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Ja. Das heißt, wir sehen hier die 4 Schritte. Es geht darum, aus tierischem Gewebe Stammzellen zu extrahieren, die quasi als Grundlage dienen. Das wiederum wird dann in einem Bioreaktor hochskaliert, verbreitet, die Zellen wachsen, teilen sich exponentiell. Und jetzt kommt der schwierige Teil, diese Biomasse muss dann differenziert werden in Muskel- und Fettzellen. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir heute noch haben, weshalb es auch unglaublich schwierig ist, Steak so herzustellen. Ja, deswegen geht jede von diesen Firmen erstmal auf ein Burger-Patty, weil man hier nicht das strukturelle Problem hat. Ja. Das Fett im Steak ist extrem schwierig synthetisch herzustellen. Allerdings bewegen wir uns in die Richtung, dass auch Firmen wirklich sehr schnell und sehr stark daran arbeiten. Am Ende gibt es noch einen Prozess, der nennt sich Scaffolding. Im Deutsch ist das einfach, kann man sich vorstellen, wie ein Gerüst, was quasi dieser synthetischen Biomasse dann eine Struktur und natürlich auch
am Ende des Tages einen Geschmack und dieselben Eigenschaften gibt, so wie wir das alle kennen. Ja? Und dahingehend nochmal die Auswirkungen auf die Umwelt, und deswegen finden wir das auch aus Investorenperspektive so extrem spannend. Man hat heutzutage die Möglichkeit, sehr impactful zu investieren, ohne ein Impact-Venture-Fund zu sein. Was meine ich damit? Wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir ganz klar, dass wir viel weniger Land benutzen, viel weniger Energie benutzen für die Herstellung von diesem, von zellbasiertem Fleisch und dementsprechend natürlich auch einen extrem großen Einfluss auf unsere Umwelt haben und vor allem auch auf den CO2-Ausstoß, der quasi in der Produktion verwendet wird. Das kann die Fleischproduktion der Zukunft sein. Das sind große Bioreaktoren und es ist am Anfang ein bisschen futuristisch vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, wie Fleisch heute hergestellt wird und man eigentlich eine Wiese mit Tausenden von Kühen zeigen müsste. In der Zukunft wird das höchstwahrscheinlich so aussehen. Ja? Nur um ein kleines Bild vor der Augen zu haben. Wir haben investiert in Meatable, das hatte Lisa auch schon eingangs ganz kurz erwähnt. Warum haben wir in Meatable investiert und warum ist das für uns die Wette gewesen auf das Team und auf das Thema? Meatable hat es geschafft, eine Technologie zu benutzen, die auf sogenannten pluripotenten Stammzellen basiert. Und diese Stammzellen lassen sich viel leichter differenzieren. Also sprich, genau dieser Schritt von der Stammzelle zum Muskelgewebe und zum Fett funktioniert bei Meatable einwandfrei oder deutlich besser als in anderen Clean Meat Companies. Weshalb wir gesagt haben, das ist unsere Wette darauf, dass das Meatable zumindest der europäische Goldstandard für zellbasiertes Fleisch wird. Und das bringt mich mehr oder weniger zu meinem letzten Punkt und das sind nochmal so ein bisschen die Hürden. Ja, also es gibt natürlich nach wie vor diverse Schwierigkeiten, die uns tatsächlich von der kommerziellen Einführung nicht aufhalten, ist das falsche Wort, aber die einfach noch überschritten werden müssen. Ja. In erster Linie, und das ist vielleicht schon ein etwas älteres Thema in der Szene, es geht darum, dass das Wachstumsmedium, was bisher benutzt wurde, um diese Zellen exponentiell wachsen zu lassen, sehr, sehr teuer ist. Ja, man hat das bis heute oder in vielen Fällen immer noch mit dem sogenannten Fetal Bovine Serum gemacht. Das ist letzten Endes, wird das gewonnen aus dem Blut von Kälbern, was auch ethisch ein bisschen ein Fragezeichen ist. Ja? Weil auf der einen Seite sagt man, wir stellen Rindfleisch her, ohne jemals ein Tier insofern zu verletzen. Gleichzeitig ist das Wachstumsmedium, was quasi die Nährstoffe für die Zellen reichert, aber aus tierischem Blut gewonnen. Ja, das ist einer der etwas ethischen Faktoren, die wir noch berücksichtigen müssen. Hier allerdings auch im Fall Meatable sehr zufriedenstellend für uns. Dieses Serum wird nicht mehr benötigt. Ja, das heißt, diese pluripotenten Stammzellen wachsen tatsächlich in einem anderen auch patentierten Medium. Dann haben wir das Problem der tatsächlich nicht existierenden Scale-up-Infrastruktur. Ja, also viele Unternehmen, die heute in diesem Bereich arbeiten, sind auf sogenannter Lab-Scale, also haben kleine Bioreaktoren, ja, mit vielleicht 5 bis 10 Litern, in denen sie dann Biomasse heranzüchten, um das irgendwie tatsächlich nachhaltig zu gestalten und um natürlich auch dann die Menschheit in Anführungszeichen zu ernähren, müssen wir auf absolut überdimensional große Bioreaktoren von 100.000 Litern plus kommen. Und damit man quasi eine Art Produktionsstätte wie in dem Bild vorher in einer Fabrik sieht, ist das noch ein sehr, sehr langer Weg. Ja, weil einer der Gründe, warum es momentan schwierig ist, ist tatsächlich die sogenannte Batch-to-Batch-Variability. Das heißt, der Unterschied zwischen, oder die Standardisierung im Prozess. Ja, also wenn ich einen Bioreaktor, einen Batch sozusagen von meinen Zellen herstellen möchte, dann muss ich sicher gehen, dass jeder Batch exakt gleich rauskommt. Und das ist momentan noch sehr, sehr schwer und erschwert eben auch diesen Scale-Up-Prozess. Und die letzte Hürde ist dann natürlich, hatte ich schon angesprochen, die Kultivierung von Fettzellen. Da haben wir mit unserem Meatable Investment, sage ich mal, ja, vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass hier eine Technologie verwendet wird, die in der Lage ist, Fettzellen einfacher zu differenzieren und hoffentlich in der nahen Zukunft auch ein Steak produzieren kann. Genau. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Ja, also wir haben heute bereits Enzyme, die Plastik verarbeiten. Wir haben heute bereits synthetisch hergestellte Spinnenseide. Das ist ein ganz spannendes Thema. Spinnenseide, eines der stärksten und robustesten Materialien, die man sich so vorstellen kann. Das heißt, die synthetische Biologie berührt auch den Bereich der alternativen Materialien. Eine Firma, die hier relativ aktiv ist, ist tatsächlich Adidas. Ja, man kennt Adidas irgendwie vielleicht nur aus
dem recycelten Plastik-Sneaker, aber Adidas sucht ganz spezifisch mit ihrem Venture-Fonds auch nach alternativen Materialien, die synthetisch hergestellt werden, für Sportkleidung natürlich. Ja. Was man in der Zukunft sieht, und das ist etwas, was für mich diesen Bereich so extrem spannend macht, ist, man hat tatsächlich ein bisschen futuristische Ideen im Sinne von, es ist möglich, Pflanzen genetisch so zu verändern und von Grund auf neu zu konfigurieren, dass sie zum Beispiel eine Marsbesiedlung möglich machen könnten. Ja, es sind erste Versuche in dieser Richtung angedacht. Genauso wie ich vorher schon mal erwähnt hatte, die Speicherung von tatsächlich Daten, also weg von Datencentern hin zu einem kleinen Stück DNA, in dem Tausende von Terabyte Daten gespeichert werden können, die es quasi uns ermöglichen, die schiere Ausmaß, Kosten, Energie, Ineffizienz etc. von Datencentern, die, wie wir sie heute kennen, komplett auf den Kopf zu stellen. Bis hin zu, und das wird hoffentlich der nächste Infrastrukturschritt sein im Bereich alternative Proteinquellen, das sind vollautomatisierte Bioreaktoren, die quasi dann auch tatsächlich diese Skalierung ermöglichen, die wir brauchen, damit wir am Ende als Konsument echtes Rindfleisch essen können, obwohl das nie eine Kuhende, ja, genau, obwohl das so gesehen nie eine Kuh gesehen hat. Und mit den Worten entlasse ich euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend.